Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VMAX TV. Wir melden uns hier live aus Genf und schauen uns die Weltpremieren von Volkswagen an. Volkswagen präsentiert hier unter anderem den neuen Touareg mit dem V8 Diesel, den neuen Passat und den T-Roc R. Aber auch ein ganz besonderes Showcar. Und welches? Das seht ihr hier. Ihr seht es selbst, Volkswagen legt den Buggy neu auf. Ganz bekannt natürlich aus den 60er Jahren die Umbauten von California Bruce Mangs, der auf verkürzte Fahrgestelle Kunststoffkarosserien gesetzt hat, Boxermotor rein und der Kult war geboren. Jetzt erleben wir eine Neuauflage. Der VW ID Buggy basiert auf der MEB-Plattform, sprich er kommt rein elektrisch ins Rollen. Hier sitzt der Elektromotor jetzt an der Hinterachse, aber es besteht zusätzlich die Möglichkeit noch einen an die Vorderachse zu packen, sprich Allrad unterwegs zu sein. Für den Strand vielleicht die bessere Lösung. Zudem sehen wir, dass der Buggy als Zweisitzer kommt. Wer aber zu viert unterwegs sein möchte, der kann einfach noch zwei Sitze für das Fond dazu bestellen. Neben mir steht Klaus Bischoff vom Volkswagen Design Team, der VW ID Buggy. Wo entstand diese Idee, das Auto nach so langer Zeit wieder neu aufzulegen? Ja, als wir die ID Family im Layout angeschaut haben, also die ganze Familie, haben wir uns den Plan gemacht, dass wir erstmal die Grundpfeiler der Mobilität, Kompaktauto, SUV, Cine, großen MPV, also den ID Bus, dass wir uns die erstmal vornehmen und dann, wenn diese Grundpfeiler der Mobilität oder der Massenmobilität gelegt sind und stehen, dann fangen wir mal an, Spaß zu generieren und gehen mal mehr in die Nische und da hat man natürlich schnell dann die Ikonen der Marke Volkswagen vor Augen und natürlich den berühmten Buggy, der für Lebensfreude, für Lebensmodell steht und den elektrisch wiederzubeleben, natürlich in gewisser Weise auf der Hand und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Darf ich da kurz einhaken? Sehr, sehr gerne. Der ID Buggy kommt rein elektrisch ins Rollen. Warum rein elektrisch? Warum sagt man nicht, wir probieren es auch mal mit einem Verbrenner? Wir schauen ja hier auf eine völlig neuartige Technologie. Unser modulare Elektrizitätsbaukasten erlaubt uns eben, solche Nischenfahrzeuge zu machen. Dieses Auto hat viel Leistung, extrem viel Fahrspaß, ist ausfahrspar, steht für einen Lebensentwurf, der Freiheit und Spaß propagiert. Und wir wollen halt das eben verbinden mit völliger Emissionsfreiheit. Wenn wir dieses Auto bringen, wird es mit einem Zero-Emission-Paket versorgt sein. Und das allein ist eben, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie an einem Strand, den man fahren darf, damit dann unterwegs sind. Das stelle ich mir sehr gerne vor. Ja, lautlos, lautlos, völlig emissionsfrei. Da können Sie mit dem besten Gewissen am Strand einfach Spaß haben. Dann frage ich Sie jetzt, wo sind die Surfbretter? Die Surfbretter, das ist natürlich von uns auch alles durchdacht, ja. Weil wir schauen ja an, wenn wir ein Produkt machen, wir arbeiten das in die Tiefe. Design ist eben nicht nur an der Oberfläche, hier mal eine schöne Linie und da mal eine schöne Linie, sondern da geht es um das Konzept eines Produktes. Und das sehr durchgängig zu gestalten. Deswegen ist das Produkt hier so gemacht, dass man eben aus abwaschbaren Sitzen zum Strand fahren kann. Das kann ich jetzt gleich in meinem Wetsuit machen. Ja, und wenn ich hinterher aus dem Meer steige, dann kann ich mich auch mit dem Wetsuit da wieder reinsetzen. Das Surfbrett kann ich oben auf den Überrollbügel und den Windschutzscheibenrahmen draufschnallen. Und wenn ich dann nach dem Surfen direkt zum Frühstück gehen möchte, dann kann ich natürlich meine Kleidung hinten in dem verschließbaren Ablagefach aufbewahren, mich umziehen und dann direkt zum Champagnerfrühstück fahren. Ich sehe schon, das ist genau ein Auto für mich. Welche Designelemente haben wir denn übernommen, wenn wir jetzt mal einen Myers-Mangs oder einen GFK-Mann aus den 60er Jahren, ein Buggy nehmen? Welche Designelemente finden wir in dem neuen ID-Buggy wieder? Ja, ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten. Sie finden die Grundphilosophie wieder und die ist,
wie schaffe ich es, ein möglichst einfaches Produkt zu generieren. Ich lasse alles weg, was für Sicherheit und Fahren nicht benötigt wird. Das haben wir gemacht. Steht für Spaß. Es geht um den ultimativen Kick der Einfachheit. Ja? Hier ist nichts kompliziert. Sie können einfach einsteigen, Sie drücken auf D und dann fahren Sie los. Sie spüren den Fahrtwind, Sie spüren die Sonne. Es gibt keine Türen, es gibt nichts, was kompliziert ist. Es ist aber sicher und es ist völlig emissionsfrei. Und das mal zusammengerechnet, ist das halt ein sehr verführerisches, tolles Angebot, das unheimlich viel Spaß macht. Dann die entscheidende Frage, ab wann kann ich ihn kaufen? Kann ich ihn überhaupt mal irgendwann kaufen? Bleibt es eine Studie? Wie sieht's aus? Kann man da schon irgendwas sagen? Ja, wir machen ja Showcars nicht einfach nur so zum Spaß, auch wenn sie dann am Ende Spaß bereiten sollen, sondern es geht darum, ein wirklich ernsthaftes Produkt auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, wenn wir hier grünes Licht bekommen, dann seht ihr das Auto in 2,5 Jahren auf den Straßen. Grünes Licht, das ist das Stichwort. Wunderschöne Farbe. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Bischof. Sehr, sehr gern. Sitzprobe im neuen ID. Buggy. Und schaut am besten selber einmal rein. Wirklich witzig ist diese Pedaloptik aus Start und Stopp, Gas und Bremse. Was können wir sonst noch zum Interieur sagen? Es ist wirklich sehr clean, 2 Sitze. Das Geile ist, wir können den Buggy auskärchern. Ja, er ist also absolut strandresistent. Und Volkswagen hat sich also nun dazu entschieden, den Buggy neu auferleben zu lassen. Kein Karmann, kein Kübel, nein, es ist der Buggy. Und ob das ein Auto ist, mit dem ihr gerne über den Strand fahren würdet, in Kalifornien, in Südfrankreich, das könnt ihr uns jetzt in den Kommentaren mal schreiben. Also, habt ihr Bock auf Strand, wenn ihr das Auto seht? Lasst es uns wissen.